Ich bin ein Forscher bei Toyota Infotech und es geht um Rahmentech, die Forschung in der Automotivindustrie möglich machen soll. Automotive Projekte sind häufig sehr teuer und es gibt Non-Disclosure Agreements überall. Und darum möchte ich dieses Projekt vorstellen, das eine andere Methode benutzt, um automotive Systeme zu Systeme anzuschauen, die Open Source sind, sodass jeder sich die Forschung nachvollziehen kann und auch selber forschen kann. Das Hauptziel ist Sicherheit, aber das nicht nur Sicherheit und der IT-Sicherheitsteil kommt am Ende des Vortrages. Wir fangen mit einem kurzen Information über Autosysteme an. Dann reden wir über unsere Test-Setup und ist die Software und Hardware davon, wie es benutzt werden kann. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie es kontrolliert werden kann. Und ich werde durch den ganzen Entwicklungsprozess gehen, von der Entwicklung der Formeln und unterschiedliche Kontrollstrategien analysieren und Fahrsimulatoren anzeigen, der nur die Informationen aus dem CAN-Bus ist. Und das machen wir mit ausschließlich Open-Source-Werkzeugen. Dieses zeigt, wie das Testbed benutzt werden kann, das Test-Setup, aber auch wie es als Referenz benutzt werden kann, wenn man mit einem echten Auto arbeitet. Ich möchte auch zeigen, wie wir Zugang zu der Software bekommen können, ohne Non-Disclosure Agreements oder Geheimhaltungserklärungen unterschreiben zu müssen. Bevor wir anfangen, es geht, wir machen hiermit keinen Gewinn und wir sind hier unabhängig. Also zuerst einen kurzen Beispiel über automobile Systeme. Es geht um Systeme in vier unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist der Antriebsstrang, das zweite ist das Gehäuse, Steuerung und Steuern, dann Lichter und Tür und so weiter und Infotainment. Wir sind die unterschiedlichen Controller, die wir hier finden, ECUs, elektronisch kontrollierte Einheiten. Es gibt bis zu hunderte davon und die sind so beliebt. Sie nehmen Informationen von Sensoren und kontrollieren irgendwelche Aktuatoren. Und zum Beispiel eine Airbag-ECU benutzt einen Bewegungssensor als Input und den Airbag-Trigger als Ausgang. Und wir benutzen, um einen Schock zu erkennen und dann die Signal an weiterzuleiten. Es ist sehr häufig, dass die ECUs miteinander verbunden sind. Meistens müssen ECUs Daten mit anderen ECUs austeilen. Zum Beispiel wird das um den Regeln auszählen. ECUs müssen auch mit ECUs in anderen Bereichen, zum Beispiel, wir müssen, wenn in CAN-FD, das ist eine Bus-Topologie, dann können alle ECUs auf einem selben Bus die Nachrichten erhalten. Es gibt aber keine Authentifizierung und Verschlüsselung. Also jede Nachricht kann von allen ECUs gelesen werden. Und die Verschlüsselung muss also auf einem höheren Level passieren. Es gibt eine 11-Bit- und Entschuldigung. Es wurde ein Versuch gestartet, das auf 64 Byte hochzuschrauben. Wenn wir hier das Netzwerk sehen, dann machen die Hersteller eine Arbitration-ID für jedes Gerät.
Und über diese Sache wird der Verkehr referenziert als DBC-Datei. Hier sehen wir zum Beispiel eine Lampenkontrolle und zwei Lampen an dem Bus. Und diese Nummer wird benutzt, um beide Lampen anzusteuern. Und die 124 ist dann dafür genutzt, Feedback über den Status zu geben. Die rechte Lampe kann das über die 125 machen. Jede dieser Nachrichten wird immer wieder periodisch ausgesendet bei der ECU und als Basis für die meisten Sachen genutzt. Das ist soweit die Einleitung. Wenn ihr weiter interessiert seid, die Aktivität, die von den Medien die meisten Aufmerksamkeit bekommen, ist natürlich irgendwie Schwachstellen zu finden. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht gibt es auch Leute, die experimentieren wollen und Innovationen erschaffen wollen. Und wir wollen helfen, diesen Bildungsprozess voranzubringen. Warum ist es so schwierig, mit Autos zu experimentieren? Die Hersteller wollen ihre intellektuelle Besitzer nicht hergeben. Und deswegen versuchen sie das zu verhindern, dass man da gut rankommt. Und wir wollen natürlich Bildung in diesem Bereich haben, aber wenn du keinen Zugang zu Informationen hast, ist das sehr schwierig. Wir haben wenig Technologien, um davon zu wählen. Das heißt, wir können nicht so besonders viel entwickeln und auswerten. Viele Firmen versuchen also daher sicherzustellen, dass alle, die mitmachen, sich in Automobilsystemen gut auskennen. Gibt es vielleicht irgendwann eine Open-Source-Car? Wenn das passiert, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Hersteller haben nicht mal 100% Zugriff zu ihren Code, weil die ECUs intellektuelle Besitze von anderen Firmen beinhalten. Also wir als Researcher können nicht unbedingt in diese Richtung Kraft ausüben. Aber wir können das andersrum machen. Wir können sagen, wir machen Open-Source-Sachen und die machen wir zugänglich, damit man davon lernen kann und entwickeln Werkzeuge dafür. Und das ist, was wir versucht haben mit Rahmen. Und das ist der Grund, warum ich diese Präsentation hier halte. Die Idee ist, eine Plattform zu bieten, die offen ist, die leicht zu benutzen ist. Und natürlich sollte sie billig sein und möglichst wenig Wissen voraussetzen. Es sollte natürlich ausgeschlossen sein, dass Unfälle passieren und Dinge unterbrechen wollen. Du sollst also quasi das gleiche machen können, als ob du mit einem echten Auto arbeitest. Du brauchst natürlich ein ECU-Netzwerk, also das ist natürlich, mach dein eigenes Testbett statt einem echten Auto. Du kannst viele Testbanken sehen, wie du sie auf Security-Konferenzen findest, wie sowas hier. Das sieht natürlich sofort interessant aus. Leider ist es nicht leicht, das zu programmieren, weil du die ganzen ECU-Informationen richtig einprogrammieren musst. Das ist also nicht zugänglich zu jedem, für jeden. Eine andere Option ist, Developer-Boards wie zum Beispiel Arduinos zu verwenden. Und das sieht man oft an akademischen Papern. Du kannst natürlich das reproduzieren und den Source-Code einsehen. Das ist, es geht tatsächlich um die Hardware und Software. Aber mit kurzen Kabeln kannst du trotzdem nicht das gleiche erreichen wie mit einem echten Kabel. Und das ist nicht gerade motivierend für Anfänger. Die nächste Option ist, eine professionelle Testbank zu benutzen. Das ist eine sehr gute Option, weil man den Quellcode verfügbar hat und man kann die ECUs erreichen. Also die Basisarbeit ist bereits gemacht, aber das größte Problem ist, dass es super teuer ist. Das kann also sich nicht jeder leisten.
Da gibt es natürlich immer Optionen, was zu studieren und zu lernen. Und ja, wir wollen die Leute halt in die Lage bringen, dass sie motiviert sind und Sachen erreichen können. Mit anderen Industrien hast du viele Möglichkeiten loszulegen, mit dem Raspberry Pi und so. Wenn du mit Elektronik loslegen willst, dann fängst du halt mit dem Arduino an. Und wir wollten irgendwie was Ähnliches, aber für die Bildung im Automobilsystembereich. Okay, die meisten Testbanken, Testumgebungen haben ungefähr 4 ECUs. Und die sind mit einem CAN-Bus miteinander verbunden. Wir haben also alles das versucht auf ein Board zu kriegen und wir haben dieses Ramen PCB gebaut. Wir haben hier einen CAN-FD-Bus mit flexiblem Datenrate und einen Terminal-Block. Ein USB-Eingang, um es an USB anzuschließen, um auch die Spannungsversorgung zu betreiben. Und natürlich kann man hier Sensoren, Aktoren und zusätzliche Hardware einschließen. Und es gibt natürlich hier Testpunkte, damit man sie leicht erreichen kann, denn wir wollen ja daran forschen. The four ECUs simulate a CAN network with messages from Pasta. The name Ramen is obviously a reference to Pasta. Hier gibt es eine Referenz zu Pasta, weil das eine frei verfügbare Sache ist. Die Nachrichten können unterschiedliche Payload-Größen haben. Üblicherweise sind sie 8 Byte. Es gibt eine Zuerteilungs-ID, 2 Byte Daten, 2 Byte Zähler und dann 4 Byte Zufall, die man noch benutzen kann. Man kann natürlich die Formate variieren. Wir sagen hier by wire, das heißt, alle physikalischen Möglichkeiten sollen durch den CAN-Bus erreichbar sein. Das ist nicht immer der Fall. Hier sieht man ein Blockdiagramm davon. Das sieht also so, wie ich das vorhin erklärt habe. Alle ECUs sagen periodisch ihre Nachrichten, senden sie aus an alle anderen und man kann den Verkehr beobachten. Das sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus, aber so sieht man es hier. Okay, die Platine selbst reicht aus, ein Netzwerk zu simulieren. Und jetzt braucht man natürlich noch Sensoren und Aktoren, um das zu interagieren. Das hier ist zum Beispiel ein Display, um den Infotainment-Bereich zu zeigen. Wir haben den Body-Domain, da haben wir den Schlüssel, den wir hier einstecken können, mit den Kontrolllampen, den Bereich haben wir hier einen Poti, der Bremsen und das Steuerrad, Lenkrad simulieren kann. Und hier haben wir auch noch einen simulierten Gaspedal. Am Anfang beginnt es ein S-Lag Socket CAN Interface. Der kann unter Linux automatisch benutzt werden. Und wenn man das Board mit PSPI mit dem Auto anschließen soll, dann soll es sich als USB-CAN-Adapter ausgeben. Und das heißt, man braucht keinen zusätzlichen CAN-Adapter. So sieht es aus, wenn es läuft. Wenn wir jetzt Linux benutzen, dann sieht es aus wie ein normales Netzwerkgerät. Und dann können wir die ganzen Werkzeuge benutzen, um den Verkehr auszuschließen, zum Beispiel CAN-Sniffer. Hier ist die CAN-ID links und die Payload auf der rechten Seite. So with this we can simulate an ECU. Das heißt, wir können ein ECU mit Netzwerk interpretieren, aber es sieht immer noch nicht so aus, als ob man mit einem echten Auto interagiert. Eine ECU soll so realistisch wie möglich sein und nicht nur einfach so Potentiometer auslesen. Und um das mit einem Open-Source-Auto-Simulator zusammenzukriegen, wäre ein gutes Ziel, dass man sich so fühlt, als würde man fahren. Glücklicherweise gibt es einen sehr einfachen Open-Source-Fahrsimulator. Es benutzt eine Python-API und ist sehr einfach, damit umzugehen. Und man kann sofort anfangen, damit herum zu experimentieren. So we wrote some scripts
so that most sensors value, for example speed and altitude, would be simulated on the computer running Kerla, then broadcasted on the canvas. Auf der anderen Seite steuern wir das Auto und kriegen die ganzen Signale über das ECU-Netzwerk. Und so wird das simuliert. Das ist jetzt nicht ganz real, aber es ist zugreifbar. Gibt hier auch Störungen? Um manuell drauf zuzugreifen, ist es sehr einfach. Es gibt eine API, das Events der Tastatur als Fahrradkontrollen benutzt, um die physikalische Simulation zu infizieren. Wir haben eine Python-Klasse erstellt, die mit dem CAN-Bus interagiert, und mit Kerla müssen wir nur die Tastaturkontrollen mit den Daten aus dem CAN-Bus ersetzen. Und die ganzen Informationen aus der Python-API werden hier in den Physiksimulator übertragen. Hier sind die Potentiometer. Und hier drücke ich die Beschleunigung und kann das Auto mit dem Lenkrad kontrollieren. Wir haben wieder Stream-Probleme. Netzwerkkontrolle ist schön, aber automatisierte Kontrolle ist besser, weil dann kann man sich anschauen, was mit dem CAN-Bus passiert. Und im originalen Kerla-System war schon immer eine Funktionalität für Automatisieren, wo es eine KI gibt, die die Entscheidungen trifft und mit dem Auto fährt. Das heißt, wir haben den Algorithmus, aber die Kontrolle wird halt an das ECU-Netzwerk gegeben und wir senden die ganzen Sensordaten aus der Physiksimulation an das Netzwerk, was identisch ist zu dem, was man sonst als Mensch macht. Der Status wird von der KI an das ECU-Netzwerk weitergeleitet, sodass das Netzwerk weiß, welche Kontrolle die KI an das auslösen möchte. Idealerweise würde es den Status per USB senden, das dann als CAN-Bus weitergeleitet wird, und alle ECUs im Netzwerk kriegen diese Informationen und fahren das Auto mit ihren eigenen Algorithmen weiter. Das heißt zum Beispiel, kann eine Bremse gesetzt werden und dann kriegen wir die höchste Nachricht vom KI und dem Potentiometer. Und alle ECUs bekommen die Nachricht. Manche ignorieren sie und andere benutzen sie und interagieren. Zum Beispiel, wenn die Bremsen gesteuert werden, dann soll die Bremsenkontrollleuchte angehen. Und dann werden die ECU-Nachrichten weitergeleitet werden an den Computer, wo dann die Daten angepasst werden. Ich muss wieder die Handbremse lösen und dann fährt das Auto von selber. Das Auto wird vom ECU-Netzwerk kontrolliert, das heißt, wenn es bremst, dann kriegt das ECU die Nachricht auch. Das Bremskontrollleuchte ist hier sehr sichtbar. Jetzt wird sie wieder aufgenommen, weil eine Bremsnachricht über den CAN-Bus übertragen wurde. Da die ECU die Kontrolle macht, kann ich einfach eine Notbremsung einleiten, dadurch, dass ich hier die Bremse auf Einstelle. Wenn
man einen CAN-Bus-Adapter anschließt, dann kann man die ganzen Nachrichten auch empfangen und senden. Mit Raymond kann man mit dem CAN-Bus spielen, ohne ein Auto zu haben. Wenn man eine ECU in der echten Welt reprogrammieren möchte, gibt es zwei Optionen. Entweder man nutzt den Hardware-Bootloader oder man kann das auch mit der Diagnostik- und Kalibrationssoftware benutzen. Die sind abhängig vom Autohersteller. Und es gibt auch weitere Optionen, zum Beispiel diese Standardprotokolle. Normalerweise hört man über ODS und OBD2, die auch auf ISO-TP aufbauen. Aber es gibt auch weitere Protokolle, wie zum Beispiel KWP2000 oder XCP. Alle diese Protokolle können auch anders implementiert werden. Bei Hardware-Bootloadern hängt es davon ab, vom Hersteller ab. Zum Beispiel kann man sie über CAN-Bus updaten, über die Applikationsnode 3154 oder über USB mit nur dieses 3156 oder andere Protokolle. Bei Rahmen benutzen wir den Microcontroller und CAN-Bus. Und vielleicht machen wir noch zusätzliche Protokolle. Wie man die ECU über die Standard-Software benutzt, ist hier implementiert oder hier definiert. Es gibt eine Regel, kostet diese Software, aber manchmal kann man sie auf irgendwelchen Seiten auch kostenlos finden. Was interessanter ist, ist der Hardware-Bootloader. Die Methodik, um den Controller in den Bootloader-Modus zu bringen, ist hier definiert. Und hier unten ist definiert, wie man ihn über CAN neu programmiert. Es gibt einen speziellen Command-Code mit einem Argument. Wir wollten es einfacher machen, mit dem Controller zu interagieren. Mit der CPU. Hier ist ein Skript, das wir benutzen, um mit dem Controller zu interagieren. Wir geben die lesen die Debug-Informationen aus, auf den zum Beispiel der Version und der Chip-ID. Und dann setze ich einen Read-Memory-Command, um Teile aus dem Controller auszulesen. Das beinhaltet auch die Firmware. Das heißt, wir können hier mit Reverse Engineering anfangen. Wir können auch die Memory Readout-Schutz einschalten und wir sehen, was dann passiert. Und in diesem Fall werden die Daten halt nicht mehr ausgelesen. Man kann es neu starten und danach können wir den Bootloader benutzen, um neu zu programmieren. For the hardware, we also designed additional expression boards. Gibt noch weitere Features. Second one is a board to add external Quad SPI memories, which are SOIC packets. Hier gibt es auch zum Beispiel die ersten PI-Pakete für den EEPROM und so. Das dritte, was wir gemacht haben, ist ein Board, ein vertrauensvolles Plattformmodul hinzuzufügen. Und das letzte ist eine Schnittstelle, um einen Chip-Whisperer-Flüsterer dazu anzustecken. Also wir haben JTAG-Connection und erweiterbares Speicher für Erweiterung Board. Diese Erweiterungen sind alle miteinander kompatibel. Man kann sie halt übereinander stapeln und ein sehr komplexes Netzwerk machen mit vielen ECUs und viel Speicher.
Es sieht natürlich besser aus, wenn die Sachen übereinander sind, aber weil wir das für Bildung machen wollten, haben wir natürlich auch die unterschiedlichen elektrischen Signale in den Erweiterungen versucht, unterschiedlich zu machen. Also es sollte so sein, dass man leicht auch externe Tools anbauen kann. Man kann eine der vielen Debug-Punkte benutzen, um es an Oszilloskop anzuschließen. Man kann hier zum Beispiel das Potentiometer für die Bremse am Oszilloskop darzustellen oder digitale Signale untersuchen, indem man einen Logikanalysator daran schließt, wie man hier zum Beispiel an diesem Bildschirm sieht. Die Hardware haben wir einfach designt, zwei Layer, die Komponenten sind alle auf derselben Seite und wir haben große Toleranzen verwendet. Wenn du ein bisschen Lötskills hast, dann solltest du das selber zusammenlöten können. Wir haben die Hardware mit KiCad designt. Das ist ein Programm, um Hardware zu designisieren. Die Schematics und das Layout könnt ihr euch hier anschauen. Die Firmware ist mit dem STM32Cube.de entwickelt. Man kann dort einfach konfigurieren, die Schnittstellen. Du wirst zum Beispiel die geschätzte Stromverbrauch angezeigt bekommen. Aber du kannst natürlich auch selbst damit interagieren und das beobachten. Wir haben RTOS als System benutzt, um die Sachen parallel laufen zu lassen. Periodische Aufgaben können in Schleifen abgearbeitet werden. Und es gibt unterschiedliche Interrupt-Services. Wir können Queues und DMA-Memory überschreiben benutzen. Also es gibt quasi die ganzen Nachrichten, die sind in Schlangen angestellt. Mit dem Betriebssystem konfigurieren kann man das grafische Interface benutzen, um die Prioritäten zu sehen. Man kann Interrupts hinzufügen oder wegnehmen. Und man kann auch die Schlangen anstehen. Und sieht man zum Beispiel den Speicherverbrauch. Hier ist also noch viel Speicher übrig. Man kann also die eigene Anwendung hier oben drauf noch dazufügen. Das ist alles für den Hard- und Software-Bereich. Jetzt geht mit dem nächsten Kapitel weiter. Ich würde euch ein paar Beispiele zeigen. Es gibt zwei Probleme üblicherweise für Leute, die in der Automatisierungsindustrie arbeiten. Das ist eine Sicherheitskonferenz. Also muss ich euch nicht erklären, wie man Wissenschaft und Forschung in diesen Bereichen betreiben kann, in der Sicherheitsseite. Deswegen würde ich Diagnostik und Kalibrieren auch nicht sagen, weil das wird auch von vielen anderen Vorträgen schon behandelt. Also werde ich darüber die Zeit nicht verwenden. Also werden wir die Zeit dafür verwenden, um über Sachen zu reden, die auf Sicherheitskonferenzen oft nicht besprochen werden, und zwar Steuerungsalgorithmen und sicherheitskritische Software. Und deshalb möchte ich hier ein Design für ein Tempomat vorstellen. Ich möchte euch zeigen, wie das für Sicherheitsingenieure relevant ist und wie das Ingenieure in der Automobilindustrie versuchen, mit Open Source Tools zu verbessern, include und da Ramen für mit benutzen. Ich werde diese Sache dann als Referenz benutzen, um über andere Netzwerke zu reden und die Unterschiede zwischen Hard- und Software. Also lass uns anfangen. Tempomat ist sehr einfach. Je nachdem, wie gut der Fahrer die Gaspedal bewegt, fährt er unterschiedlich schnell. Was wir wollen, ist, dass ECU die Sache optimiert und dass wir eine dauerhaft gleichbleibende Geschwindigkeit haben.
also fahren. Ein automatisches Car kann sehr einfach gedrosselt werden. Du siehst ein Signal rein und die Geschwindigkeit kommt raus. Aber das ist nicht wirklich die Geschwindigkeit. Du musst auch die Gesetze der Dynamik beachten. Es gibt Kräfte, die auf das Auto einwirken. Die Masse und die Beschleunigung spielen eine Rolle. Und es gibt Reibung und den Antrieb. Und wenn wir diese Differentialgleichungen lösen, dann erwarten wir eigentlich, dass die Geschwindigkeit einen exponentiellen Verlauf hat. Und eine einfache Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erreichen, ist, den Controller zu öffnen. Du hast eine Beziehung zwischen Drosseln und der Geschwindigkeit. Diese ECU kannst du also benutzen, in einem Lookup-Table, in einer Tabelle nachzuschauen. Wenn du 100 km pro Stunde haben willst, dann musst du 25% öffnen. Und dann kannst du das weiterreichen. Das ist natürlich in einer Situation mit der Drosselklappe so. Aber was ist denn, wenn wir jetzt ein bisschen berghoch fahren? Dann werden wir Geschwindigkeit verlieren, weil die Gravitation uns nach unten zieht. Das ist zumindest, was wir erwarten. Aber wir sollten das auf dem CAN-Bus verifizieren. Hier sehen wir einen externen CAN-Adapter, der die Platine anschließt. An einem zweiten Computer sehen wir dann die Nachrichten. Ich habe nur die Firmware für die Antriebsachse ECU angepasst. Ich habe sonst nichts angepasst. Der Simulator im Hintergrund wurde niemals modifiziert oder auch nicht neu gestartet. Hier fahre ich jetzt halt ein bisschen rum. Ich habe nach einem Platz gesucht, wo man am Anfang eine glatte Straße gehabt hat und dann einen Hügel, der bergauf führt. Und dann habe ich das programmiert, sodass er. Dann habe ich das Auto fahren lassen und habe die Daten auf dem Campus beobachtet und aufgezeichnet. Ich habe ein Open Source Tool benutzt, den Busmaster. Der erlaubt es uns, die DBC-Dateien anzuschauen. Ich habe Busmaster einfach gesagt, er soll alle Nachrichten mit der Throttle-ID benutzen und aufzeichnen. Und wie die Payload aussah, das wollte ich wissen. Wenn ich das getan habe, kann ich das die Drosselung und die Geschwindigkeit über die Zeit abplotten. Und das ist nicht, was ich erwartet habe. Ach, das ist von unseren Differentialgleichungen. Die Geschwindigkeit hat einen exponentiellen Verlauf. Und es gibt natürlich ein bisschen Rauschen bei kleinen Geschwindigkeiten, aber sonst stimmt unser Modell. Was wir hier sehen, dass es ungefähr 40 Sekunden dauert für eine Testfahrt. 40 Sekunden ist aber bereits viel zu lang. Wir wollten also Software benutzen, die das simulieren kann und den Buskontrollalgorithmus schneller behandeln kann. Wir wollen nicht immer 40 Sekunden warten. Da gibt es natürlich oft professionelle Tools wie MATLAB Simulink oder Scilab. Aber hier wollten wir ein Open Source Tool nehmen, Scilab, genau. Das hat eine Schnittstelle, wo wir Ein- und Ausgänge anstellen können. Die Differentialgleichungen sind manchmal schwierig zu behandeln, weil Eingaben und Ausgaben sehr kompliziert sein können. Du kannst die Laplace-Transformation benutzen, um die Variablen von t zu einer komplexen Zahl s zu bekommen. Du musst nur wissen, dass die Differentialisierung mit der Multiplizierung von s gleichgesetzt werden kann. In unserem System ist es einfacher, mit der Laplace-Transformation zu modellieren. Wir haben einfach einen einfachen Zusammenhang zwischen Drosselung und Geschwindigkeit. And based
und basiert auf der Messung von Canvas ist das die Transfergleichung 1 über 1 plus 4s. Wir können das mit einem Auto somit hier simulieren. Mit Scilab können wir diese Szenarien simulieren und die Antworten sofort bekommen. Mit 0 Geschwindigkeit anzufangen und nach 20 Sekunden haben wir die Gravitation hinzugefügt, also quasi den Anstieg. Und das ist natürlich eine Veränderung. Jede Scilab-Visualisierung kann man natürlich auch wieder Informationen rausbekommen. Wir wollen, nach ungefähr 14 Sekunden sind wir in der Nähe des maximalen Geschwindigkeits. Und sobald es eine Störung gibt, zum Beispiel die Gravitation, dann gibt es keine Reaktion der Drosselung. Das scheint also offensichtlich zu sein. Man braucht hier noch ein Feedback. Wir müssen dem ECU beibringen, dass er die Geschwindigkeitsdaten auswertet und mitbenutzt. Die erste Möglichkeit, die wir zu überlegen, ist die Peng-Peng-Steuerung. Wenn die Geschwindigkeit über eine Geschwindigkeit geht, dann hörst du auf zu drosseln. Und wenn du runterkommst, dann fängst du es wieder an. Das kann man auch einfach in C oder C++ umsetzen, implementieren. Und wenn man das eingepackt hat, dann kann man den Canbus nochmal bemessen. Und dann sieht man, wir verlieren hier keine Geschwindigkeiten mehr. Aber was man hier sehen kann, ist ein paar Schwingungen. Wie man sich das vorstellen kann, das ist nicht besonders nett für Mitfahrende. Und das ist der Grund, warum es die Tempomat-Steuerung entwickelt wurde. Das funktioniert jetzt so ein bisschen, aber das würde nicht ausreichen, um Geschwindigkeit zu regeln. Und ein weiteres Ding aus der Kontrolltheorie ist der PID-Regler. Der PID-Controller ist einer der Kontrollmechanismen, die häufig in Auto-Software benutzt wird. Und der misst den Unterschied zwischen der Zielgeschwindigkeit und der aktuellen Geschwindigkeit. Und man kann diese Frequenzkontrolle benutzen. Das ist das Integral von dem Unterschied. Und genau, das wird mit KP. Es gibt zwei Beschleunigungskonstanten, KP, KI und KD in diesem Fall. Man muss diese Verstärkung sehr genau anpassen. Wir haben hier unterschiedliche Verstärkungsoptionen und optimieren das dann. Und wir können simulieren und schauen, wie man damit das Auto echt fahren kann. Wenn wir die richtigen Werte hier einstellen können und eingestellt haben, dann kriegen wir dieses hier. Die ECU kriegt die Zielgeschwindigkeit ziemlich schnell erreicht. Und wenn ein Unterschied ist, wird die Kontrolle dynamisch angepasst, dass die Zielgeschwindigkeit eingehalten werden kann. Das ist gut, weil das ist, was wir haben wollen für eine Cruise Control, also eine Geschwindigkeitskontrolle. Aber wenn einer dieser Werte falsch ist, dann kriegen wir ein komplett anderes Ergebnis. Und das ist ein Problem, weil wir müssen diese Daten, die Kalibrationsdaten immer richtig haben, weil wenn die falsch kalibriert sind, kann es zu einem falschen, zu einer gefährlichen Situation kommen, zu einem gefährlichen Verhalten der Kontrolle. Und das Letzte ist, wie wir diesen Algorithmus in C bekommen. Das ist nicht einfach, weil die Integration und so nicht digital umsetzbar ist. Die erste Möglichkeit ist, es anzunähern. Wir schauen die Unterschiede der Fehler an. Und wir können es den Integrationsalgorithmus annähern.
mit einer Summe der unterschiedlichen Fehlern und das Ganze wird über die Sampling-Zeit multipliziert. Aber wenn wir uns das näher anschauen, dann ist nur eine Kombination von Konstanten und Werten, die und Nachrichten aus dem CAN-Bus berechnet werden können. Die echte Implementation in C sieht so aus. Wir haben diese zwei Variablen, den einen, um die aktuelle Abweichungssumme zu haben und die letzte Abweichung zu haben. In der Kontrollschleife haben wir diese Konstanten und wir berechnen den aktuellen der Abweichung. Wir addieren den Fehler zu der Fehlersumme oder die Abweichung zur Abweichungssumme und wir schauen den Unterschied zwischen der aktuellen Abweichung und der vorherigen Abweichung an, senden die Werte an die Output-Variable und überprüfen, dass es nicht zu weit außerhalb des gültigen Bereichs kommt und nicht außerhalb des gültigen Bereichs kommt. Und dann setzen wir den nächsten Abweichung auf die letzte Abweichung. Die zweite Herangehensweise ist, eine Laplace-Transform zu benutzen. Wir machen eine Z-Transformation der Laplace-Transformation und wir sehen, es ist ziemlich komplex, aber es gibt viele Werkzeuge, die das für einen machen. Wenn ihr das per Hand machen wollt, dann könnt ihr eine bilineare Transformation benutzen, wo S mit dem hier ersetzt wird. Und ja, dann kann man da Mathe drauf anwenden. Und das ist jetzt alles, sieht alles komplex aus, aber man kann das hier auch wieder berechnen. Wir haben die Daten von zwei Daten von den vorherigen Abweichung, die aktuellen Werte und vorherige Sensorwerte. Und es ist äquivalent, aber sieht komplett anders aus. Und was ich hier nochmal sagen möchte, dass unterschiedliche Algorithmen unterschiedlich implementiert werden können. Und zwei äquivalente Algorithmen, die unterschiedlich implementiert sind. Das ist schwer für Reverse Engineering. Und beide sind in der Lage, eine konstante Geschwindigkeit für das Auto zu erreichen. Das sind jetzt das Beispiel, was ich euch zeigen wollte, mit realistischen Inhalten auf dem CAN-Bus, wo die ECUs nicht irgendwelchen sinnfreien Arbeit machen. Die Theorie ist ein bisschen komplex und wenn es zu schnell war, dann hoffe ich, dass es euch wenigstens zeigt, dass es noch viele Sachen gibt, die erfordert werden können oder die ihr euch selber anschauen könnt. Und das ist alles, und jeder Schritt wurde mit Open Source Werkzeugen realisiert. Jetzt würde ich ein paar sagen, was der Unterschied zwischen echten ECUs ist. Und echte ECU-Software ist nicht so einfach wie das hier. Außerdem möchte ich Geheimhaltungserklärung reden. Wir haben gezeigt, dass diese Cruise Control funktioniert, aber wir haben nur ein sehr einfaches Szenario, zum Beispiel nur auf dem platten Erde. Aber was ist dieses Szenario, wo ein Auto davor langsam fährt oder ein Szenario, wo wir in Hügel herunterfahren? In dieser Situation kann es nicht zu einer Beschleunigung kontrollieren, weil sie Bremse nicht kontrolliert. Und die Frage ist, kann man, weil es für Sicherheit ist, kann man alle Szenarien finden, kann man alle kontrollieren und sichern. Das ist, was Automotive Safety oder Autosicherheit so unterschiedlich macht. Um zu beweisen, dass es relativ, sicher ist, muss man diesen Standard befolgen. Und der Standard definiert unterschiedliche Anforderungen an die ECUs. Nicht alle sind gleich
relevant und darum gibt es immer ein Auto-Sicherheits-Integritätslevel. Die sind ASIL A von nicht so relevant und ASIL D sehr relevant. Das heißt, wenn man eine wirkliche Kontrollinstanz macht, dann kann man nicht einfach nur irgendwelche Sachen anschließen und auf der Autobahn benutzen. Man muss viel analysieren, man muss eine HACCP-Analyse machen und so weiter. Es gibt so viele Anforderungen, dass die nur von nicht mehr von einem Menschen nachverfolgt werden kann. Darum gibt es dedizierte Werkzeuge, um diese Anforderungen zu überwachen. Wie wäre die Software anders? Das Hauptziel von Automotive Security ist es, die Sicherheit hinzuzufügen. Aber ohne Umgehungsmethoden können viele Sachen falsch werden. Es kann zum Beispiel ein Bug im Code sein. Es kann sein, dass irgendwelche Transistenzfehler, irgendwelche Hardware existieren. Es könnten Probleme mit den Bibliotheken, der Toolchain, die Firmware erstellt. Und es kann auch Probleme mit den Bibliotheken in zum Beispiel dem Betriebssystem existieren. Wenn wir auf diesen kleines Beispiel schauen, dann sehen wir, dass es eine grausame Implementation ist. Wir haben Integers und nicht signierte Integers und Floats und überprüft das nicht, wie das ordentlich gecastet wird und andere Fehler. Und das ist aus Sicherheitsgründen nicht akzeptabel, aus Safety-Gründen. In diesem Fall ist es sehr klar, aber teilweise sind es sehr, sehr, sehr kleine Fehler, die irgendwo sind. Und die machen dieses System gefährlich. Und um solche Szenarien zu umgehen, muss in der Regel eins von diesen Sachen benutzt werden, von diesen Coding-Guidelines benutzt werden. Normalerweise wird in der Automotive Industry Mistra C benutzt, bei Autoherstellung ist es ziemlich ähnlich zu CERT-C, die woanders benutzt wird. Um ein Sprachsubset, nur einen kleinen Teil der Sprache zu benutzen, ist nur ein Teil der Anforderungen. Es gibt noch viele andere Anforderungen, wie zum Beispiel, man muss sicherstellen, dass die Software relativ klein ist, sicherstellen, dass die Software gut funktioniert und dass die nicht zu viele Interrupts passieren. Aber man muss auch noch weitere Anforderungen, wie zum Beispiel, wo Einstritts- und Ausgangspunkte sind, globale Variablen limitieren und so weiter. Das andere Problem ist, auch mit Bugs, ist, dass es Fehler passieren können. In den Umgebungen, in einem Auto sind Daten nicht immer zuverlässig. Es kann ein Bitflip sein, im oder außerhalb des Arbeitsspeichers. Zum Beispiel dadurch, dass irgendwie Nachrichten auf der, dass das Radiointerferenz ist auf den Datenleitungen. Das sind grundlegend Hardwarefehler, aber sie müssen von der Software abgefangen werden. Und das kann zu kleine Fehler können zu großen Auswirkungen führen. Und um diese Probleme heranzugreifen, gibt es redundante CPUs oder redundanten Daten, die gespeichert werden. In ECUs werden normalerweise Mikrocontroller benutzt, die für Autos hergestellt wurden. Aber in der Regel muss man da eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Aber das macht es ein bisschen schwer, sie zu analysieren. Einen echten Mikrocontroller von einer echten Software zu sein. Aber ISO 26262 ist nicht der einzige Standard für diese Autosysteme. 26262 ist von IEC 61508 angeleitet und die sind ähnliche Konzepte. Und die meisten IEC 61508
Controller haben keine Geheimhaltungserklärung. Und für diese Microcontroller braucht man keine keine Geheimhaltungserklärung. Man kann die Features finden, die die Software benutzt, und man kann weitere Daten anfordern, um compliant zu werden. Und um diese Daten zu bekommen, müsste man eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Aber ich glaube nicht, dass diese Daten nicht für Forschung nicht benutzt werden können. Aber das sind ähnliche Konzepte und nur für Forschung und nicht, um sie in einem Auto zu benutzen. Ich kann jetzt nicht über alle Sicherheitsfeatures reden, aber insbesondere hier die Sicherheitsredundanz. Und wie wir sie benutzen. In diesem Beispiel haben wir diese Daten im Arbeitsspeicher, haben die als Konstanten, um die Daten sicherer zu machen. Sollten sie in Datenflash liegen, um sicherzustellen. Und sie sollten nie zweimal gespeichert werden und sollten im Idealfall mit Checksummen geschützt worden werden, dass sie nicht kaputt gehen. Es gibt auch diesen SRAM-Bereich. Kritische Variablen müssen in einen speziellen Bereich geschrieben werden, der SRAM 2, wo Bitflips gefunden werden. Konstanten möchte man auch Schreibschutz aktivieren. Das ist auch nur in SRAM 2 verfügbar. Und letzte über Software. Wir benutzen die GCC Toolchain. Aber wir müssen sicherstellen, dass es keine Fehler durch die Compiler hinzugefügt werden. Das heißt, da können wir kein GCC benutzen. Echtzeitbetriebssysteme müssen auch zertifiziert sein und FreeRTOS ist nicht zertifiziert oder nur begrenzt zertifiziert. Aber es sieht so aus, als ob Azure RTOS benutzt werden könnte irgendwann in der Zukunft, sodass echte ISO 26262 Betriebssysteme benutzt werden können. Und dann lassen wir uns mal über Hardware reden. Wenn das nicht klar war, wir können diese Software nicht benutzen in einem normalen Auto. Weil ein geparktes Auto sehr extreme Temperaturen ausgesetzt werden könnte. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie es schwer das Leben ist im Auto, im normalen Passagierteil, dann denkt darüber nach, wie hoch die Anforderungen auf ein Auto, die Kontrolleinheiten von einem Motor zum Beispiel sind. Und extreme Temperaturen sind nur ein der unterschiedlichen Interfaces. Es muss auch noch sicher vor unterschiedlichen anderen Sachen sein, zum Beispiel Staub und elektromagnetischen Strahlung sein und auch sicher vor Menschen sein. Und was können wir machen, um es dagegen zu schützen? Es gibt also viele Anforderungen an die Komponenten. Es gibt Elektromigration und wenn Metall aus den elektrischen Komponenten rausgeht, dann haben wir ein Problem. Das könnte in einen sehr gefährlichen Fehler führen. Offensichtlich müssen die ECUs so designt werden, dass sie diese potenziellen Schwierigkeiten überwinden können. Und um stressvolle Umgebungen zu simulieren, gibt es entsprechende Werkzeuge. Was wir machen können, ist einzelne Komponenten zu testen bei AEC. Das ist es. Ihr könnt sie online besuchen.
Auf der einen Seite haben wir versucht, ein Design zu machen, das ähnlich ist, aber natürlich ist es viel weniger verfügbar. Also wir haben zum Beispiel die AEC Q100 versucht einzuhalten, außer natürlich die Verbindung zum Mikrocontroller. Denn die sollten ja verfügbar sein. Das ist vielleicht benutzbar von minus 40 bis ungefähr 125 Grad. Es ist schon eine große Reichweite, aber es ist noch nicht ausreichend für die elektronischen Steuereinheiten in Fahrzeugen. The reason we try to stay close to automotive hardware is to help researchers evaluate the impact of manufacturing tolerances and environments. Also wir hoffen, dass wir damit einen Einfluss haben auf die Herstellung und Toleranzen in der Umweltbedingungen der ECUs in der Zukunft. Ein Sicherheitsingenieur, der zum Beispiel auf die Hardware-Charakteristiken achten muss, die müssen dann halt vielleicht da noch was bedenken. Also man kann jetzt leicht einen großen Testbereich von vielen Netzwerken haben, aber nicht alles ist 100% perfekt. Und jetzt das letzte Kapitel, die Sicherheitsgegenmaßnahmen. Das machst du natürlich auch in anderen Industrien, wenn du deine Kreditkarte erkennst, dass es wenn es zu kalt ist, dann sagst du vielleicht, das ist wahrscheinlich ein Angriff, ich mache jetzt nicht weiter. Auf der anderen Seite muss das Auto schnell reagieren. Die Kreditkarten haben übrigens ein Auslaufdatum nach ein paar Jahren. Autos haben sowas eher nicht. Die sind eher jahrzehntelang da. Und die Sicherheitsmaßnahmen sollten dann natürlich weiterhin bestehen. Es gibt also unterschiedliche Ansprüche. Eine Sicherheitstechnologie ist offensichtlich selten sicherer, wenn es auch kälter wird. Oder wärmer wird. Hier gibt es zum Beispiel Cold Boot Angriffe bei hohen Temperaturen. Da gibt es auch Paper, die sagen, na, manche Sachen verhalten sich anders. 60 Grad oder 100 Grad macht es vielleicht Unterschiede für die ECUs. Es ist außerdem so, dass ältere Elektronik andere Sicherheitseigenschaften haben. Die Sicherheitsmerkmale solcher Mikrocontroller erlauben auch andere Attacken, zum Beispiel Glitching-Angriffe. Selbst der ISO 26262, das ist der höchste Sicherheitsstandard, ist anfällig für Glitching. Das ist also vermutlich genug, deine Security zu kompromittieren. Man muss also die Sicherheitsproblemstrategien überdenken. Mit Kreditkarten ist es nicht unbedingt unüblich, zu sagen, wenn die Authentifizierung nicht funktioniert hat, versuch es einfach nochmal. Und wenn es dann funktioniert, alles gut. Es geht hier nicht um Leben und Tod. Aber in einem Auto, wenn du versuchst, die Bremse nicht also zu drücken und die kann sich nicht authentifizieren, was sollte das Auto dann tun? Wie sollte sich das Auto verhalten? Vielleicht ist es ein Angriff und dann sollte es oder ist es nur ein Fehler? Und was ist das Schlimmere davon? Wenn wir jetzt Komplexität in das System hinzufügen, haben wir auch die Wahrscheinlichkeit für Probleme erhöht. Was ist schlimmer, wenn wir bremsen, weil es ein Angriff ist, oder weil wir nicht bremsen, weil es ein Fehler ist? Und es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Viele Sicherheitsgegenmaßnahmen, insbesondere bei Autos, sagen, man muss den Canbus entschlüsseln und macht die Debugports aus und verschlüsselt deine Firmware. Wenn du einen Fehler in der ECU vermutest, dann musst du da hinterhergehen. Du kannst nicht einfach das Auto austauschen. Diese Fehler können Leute verletzen. So Technologies. Technologie kann beides machen, Anforderungen erfüllen und Sicherheitsforschung verbessern.
ohne Geheimhaltungserklärungen oder extreme Kosten. Und jetzt wollen wir natürlich Angriffe simulieren. Also eine Möglichkeit, ein Bus kann Nachricht auf den Bus zu werfen, um das Auto anzugreifen. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Eine andere Sache der Sicherheit, die ich nicht angesprochen habe, ist Angriffe auf Sensoren und Aktoren. Ich habe einfach mal das Lenkrad hier verändert und in dieser Situation, das heißt nicht, dass es die Kontrolle über das Lenkrad verloren hat. Es versucht einfach noch weiterhin glatt zu kommen. Okay, ich bin am Ende meines Vortrages. Wir haben eine billige, sichere und interaktive Plattform erstellt, um Forschung und Erkundung und Lehre an automativen Systemen zu ermöglichen. Es ist beginnerfreundlich und sie sind nicht ganz Automobil-Level, aber sind dicht genug dran, um Bildung und Forschung zu betreiben. Und wenn ihr Fragen habt, dann sprecht uns gerne an. Vielen, vielen lieben Dank für diesen umfassenden Vortrag, der war hervorragend. Wir haben leider nicht mehr sonderlich viel Zeit für Fragen, aber eine Frage kam aus über dieses PCB. Wie habt ihr es designt? Wie viel kostet es? Wie kann man das alles irgendwie, wie kann man das bekommen? Also ich habe alles mit KeyCard designt. Vor ein paar Jahren war es sehr schwierig, Hardware zu designen, aber heutzutage gibt es Footprints und Bibliotheken online. Das ist sehr viel einfacher geworden. Es kostet zwischen 50 und 100 Euro. Die Mikrocontroller sind natürlich die teuren. Und die Platine-Teile sind natürlich von der Platine abhängig. Wenn du Fragen hast, schreib mich auf GitHub an oder...